Ja, hallo meine Freunde des Good New Contents und willkommen zurück zum Collector Cave Kanal. Heute werden wir eine weitere Special Edition Rising Rampage unboxen. Und Shinsuke und ich haben richtig Bock und sind motiviert, Leute. Rising Rampage ist eigentlich für uns eigentlich schon abgehakt, aber... Schon lange. Uns fehlen noch die ein oder anderen Karten hier aus dem Display. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro und schauen mal, was wir so pullen werden. Während Ragnar das Ganze hier wieder öffnet, werde ich nochmal ein paar Dinge zum Ablauf diesmal erklären. Wir machen das nämlich ein bisschen anders. Wir werden die Promos jetzt nicht mehr öffnen, da wir die im letzten Video schon geöffnet haben. Da werden wir euch aber in der Infocard einmal das erste Video verlinken, dass ihr da die Promos euch einmal anschauen könnt. Und dann werden wir gleich einmal jede Packung aufmachen, dass wir eben halt die drei Booster daraus haben und beiseite packen. Das wird dann im Zeitraffer passieren. Und dann packen wir das Ganze dann aus und starten dann auch mit dem Unboxing von den Booster Packs. Wie eben schon bereits erwähnt, haben wir die Promos ja schon geöffnet, deswegen wenn wir da jetzt nicht näher drauf eingehen und die jetzt einfach mal beiseite legen. Noch einmal zu den Karten, die wir eben angesprochen haben im Intro, wo ich ja gesagt habe, uns fehlen noch ein paar. Da haben wir einmal Ikalos, der Traumspiegel Geist und Shinsuke hat auch noch eine weitere Karte, die uns fehlt. Genau, mir fehlt noch einmal die Marinzessin Marmorierter Stein. Die habe ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal, wenn ich mich recht entsinne. Genau, einmal und den Ikalos zweimal. Da fehlt uns halt auch einer für den Playset. Und da wir den marmorierten Stein momentan halt nur zweimal brauchen, wäre halt cool, wenn wir ihn noch einmal ziehen. Genau. Und dann würde ich sagen, starte ich direkt mal mit meinem ersten Pack. Schauen wir mal, ob wir die erhofften Karten erhalten. Dann haben wir als erstes einmal Simorgh Ansturm, Dino Wrestler Material Ankylo, Verteidiger des Labyrinths, Schicksalsdame Vergangenheit als Rare, Traumspiegel des Terrors als Super und dann haben wir noch Verleihung des Weltvermächtnisses, magistischer Maginio, reptilianische Lamia und vorbereiteter Kinnhaken. Mache ich weiter mit meinem ersten Pack. Schauen wir mal, was wir so heute alles in der Special Edition enthalten haben. Und dort haben wir einmal Fumas Welle, Yosenju Orochi Kanalisierung, Rettungsinterlacer, Marizessin Seestern und dann haben wir Talkael, seine majestöse Majestät als Rare und als Super Rare haben wir einen weiteren Weißaura Monteros. Ich hätte irgendwie Bock auf so ein Fischdeck. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann noch Rücklink, ist auch eine coole und interessante Karte, wie ich finde. Kreuz Debugger, reptilianische Lamia und das war's dann für meinen ersten Pack. Und dann mache ich mit meinem zweiten weiter. Da haben wir als erstes einmal Fumas Welle, Marinzessin Seestern, Ranryu, Roststab, als Rareware Mönch der Tenji und als Secret raus hier. Das ist unser Playset jetzt. Haben wir jetzt dreimal. Haben wir noch einmal DMZ-Drache, Yosenjus Schwertstich und Traumspiegel Fantasie. Die haben wir erstmal noch hier oben. Und unsere Secrets und Ultras nach hier unten. Und dann werde ich einfach mal weitermachen hier mit dem nächsten Pack. Dort haben wir als erste Karte Yosenju Windanbetung, umdrehbarer Käfer, Simorgh Vogel des Anfangs und eine weitere Rinder, die Windverzauberung in Grün und dann haben wir Traumspiegel des Terrors. Vorbereitender Kinnhaken, Simorgh Abschirmung, Dino Wrestler, Ramprachio oder Dino Wrestler, Barricord Blocker und das war's dann von dem Pack. Dann kommen wir zum dritten Pack. Da haben wir dann als erstes Verteidiger des Labyrinths, Fumas Welle, Verwunschenes Leuchten, als Rare Medium für den Drachenzyklus. Und nochmal Traumspiegel des Terrors. Dann haben wir noch einmal
katastrophaler kryonischer Kelto, Verleihung des Weltvermächtnisses, magistrischer Maginge und reptilianische Lamia. Kommen wir zum nächsten Pack und wie wir auch schon Collector Monday bei euren Fragen, die wir beantwortet haben, festgestellt haben, dass ihr es genauso seht mit dem, beziehungsweise ihr habt das hier angesprochen, ja, mit der Rarität, die halt in der Special Edition nicht dabei ist, müssen wir auch ehrlich sagen, sind wir auch ziemlich enttäuscht, aber was sollen wir machen? Beginnen wir jetzt hier mit der ersten Kamen. Yusenjo Sabo, Seamob-Vogel des Schutzes, Yusenjo Windanbetung. Als Rare haben wir Schicksalsdame Rücklauf und als Ultra-Rare Kaliber Ex-Ladedrache. Und ja, des Weiteren wieder die Coverkarte von Rise and Rampage. Irgendwie zieht man die richtig oft, wie ich finde. Dann haben wir Yusenjo Isner, Elbots, das geheiligte Land der Seamog, magistischer Magnetnir, Seamob-Vogel des Unheils und Yusenjo Sabo. Dann machen wir auch direkt weiter. Da haben wir dann als erstes Dino Wrestler Materia Ankylo, Seamog Himmelsschlacht, Zielentladung, als wäre wieder Medium für den Drachenzyklus. Oh, nice! Jawohl, das ist die Karte. Als Ultra Rare dann Ikedos, der Traumspiegelgeist. Da haben wir jetzt endlich das Playset von voll. Da wird safe ein Traumspiegel-Deck kommen. Haben wir noch einmal Marizessen Sturm, Zorn des Feuers, Verleihung des Weltvermächtnisses und Barrikadborg-Blocker. Also die halbe Miete haben wir auf jeden Fall schon. Das ist jetzt im Gegensatz zu der anderen Special Edition schon um einiges besser, da wir eine Karte gezogen haben, die wir noch brauchen. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir noch die Marizessin. Marmorierter Stein. Genau. Seamog Ansturm, Seamog Himmelsschlacht, Verwunschenes Leuchten, Rick Viper T301 als Rare und Rückkehr des Sturmdrachen, auch eine sehr interessante Super Rare. Dann vorbereiteter Kinnhaken, katastrophaler Kyronischer Kelto, Ausschwervorhang, Baba Babir und wieder Seamog Ansturm. Mal schauen, vielleicht habe ich ja nochmal so Glück. Und wir bekommen dann noch die Marizessin. Das wäre auf jeden Fall schon mal was. Also die erste Secret haben wir ja schon. Seamog Vogel des Schutzes. Yusenjo Windanbetung. Sextettbeschwörung. Makellose Perfektion der Tenji. Als Wehr. Und als weißes Geheul ist dann die Superwehr. Magistrischer Magingia. Und Seamog Vogel des Unheils. Traumspiegelfantasie und Nummer 29 Männchenkatze. Machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Dort haben wir wieder Ranrio, Yusenjo Sabu, Seamob-Vogel des Schutzes, Berserker der Tenji als Rare und Ikalos der Traumspiegel Mara als Super Rare. Elbots, das geheilige Land der Seamog, schmutziges Kämpfen, Verleihung des Weltvermächtnisses, Yusenjo Schwertstich und nochmal Ranrio bzw. wieder. So, machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Da haben wir dann als Yusenjo Kanalisierung, Yusenjo Orochi Kanalisierung, Dino Wrestler Materie Ankylo, Zielentladung, Seamog Vogel Schutzes, als wäre Tenji Geist Vishuda. Und als Super nochmal ein Weißaura Monzirus. Yusenjo Isner, magistrischer Manginja und Seamog Vogel des Unheils. Machen wir weiter mit dem nächsten Pack und schauen wir mal, ob wir den marumierten Stein noch ziehen werden. Verteidiger des Labyrinths, Seamog Himmelsschlacht, Rossstab, Berserker der Tenji als Rare und Traumspiegel des Spaßes als Super Rare. Revi Raptor, Marizessin Storm, Seamog Vogel des Unheils, F.A. Glänzender Stern GT und Verteidiger des Labyrinths. Mach ich direkt weiter. Schauen wir mal, was wir hier haben. Seamog Vogel des Schutzes, umdrehbarer Käfer, Seamog Ansturm, Yusenjo Sabu, also der Tenji Geist nahe Harter. Und Seamog Herr des Sturmes als Super. Voll das Windpack, alles nur Windmonster. Ja, Mann. Oh, cool. Katastrophaler kreotischer Kelto, Yusenjo Isner. Noch mehr Wind. Und Elbort, das geheiligte Land der Seamogs. Das war alles Windmonster, außer ja. Außer der umdrehbare Käfer. Wind. Und dann noch die beiden, sind ja auch eigentlich Wind. Ja.
Also falls ihr zwischendurch mal immer mal wieder irgendwas hört, wenn Ragnar das Pack unboxt, dann sortiere ich zum Beispiel immer die Karten nach Fallen, Zauber, Monster und Extra-Deck-Karten. Also hier häufen sich auf jeden Fall extrem die Comments, Leute. Ja. Wird auf jeden Fall nicht weniger. Genau. Dann Yosanjo Zabu als Rare, makellose Perfektion der Tenji und dann haben wir nochmal Ikolas der Traumspiegel Mara. Dann katastrophaler Kironesh Kelto, Aussperr Vorhang, Marizessin Storm, Simok Himmelschlacht, verwunschtes Leuchten. Habe ich schon alles nochmal doppelt gemacht für euch. Ich würde sagen, doppelt gemuckelt ist auch mal nicht schlecht. Man kennt es ja schon bei uns mit Rising Rampage. Da sind wir ganz stark dabei. Simok Ansturm, Yosanjo Zabu, Yosanjo Windanbetung, Berserker der Tenji als Rare. Nice. Morpheus ist der Traumspiegel Schwarzritter. Sieht man da auch im Spiegel das Gegenstück? Oder bei den anderen siehst du immer das Gegenstück? Ja, siehst du. Bei denen auch? Ja. Ich finde das Artwork von, oder bist du allgemein von diesem Traumspiegel übel geil. Gefallen mir mega. Die ist auch ganz auch gut, obwohl. Haben wir jetzt auf jeden Fall wieder was für einen Tauschorden. Nummer 29 Mannequin-Katze, Kreuzdebugger, Yoshenzo Schwertstich und Barrikad-Borg-Blocker. Also es wird auf jeden Fall irgendwann mal ein Tauschordner-Update kommen, wo wir dann ja unsere Tauschkarten zeigen, dass wir dann vielleicht mal mit euch tauschen können, die dann, ja, sag ich mal, hin und her schicken und ihr uns dann quasi eure Karten zeigt bzw. schickt, die ihr halt habt und dann sagt, welche ihr braucht zum Beispiel. Da würde ich bestimmt dann einiges zusammenfinden. Schurke von Endymion, Verteidiger des Labyrinths, Yosanjo Orochi Kanalisierung, Rick Viper T301 und dann haben wir jetzt Ultra Rare, Dracheneinheit Ritter Romulus, auch nicht verkehrt. Spielt man momentan in dem Drachen-Deck, was ja auch fast Meta ist oder gehört bestimmt safe bald zur Meta. Dann Barrikadbord Blocker, ich schmeiß das hier einfach mit zu den Supers. Yosanjo Isna, Aussperrvorhang und Zigloot nochmal. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wirklich jedes Video verfolgt habt, ob euch Rising Rampage jetzt mittlerweile auch so langsam gegen den Strich geht, so wie uns. Also gibt zwar einige Karten, die da immer noch draus cool sind, aber ein paar kann man sich dann, glaube ich, getrost auch schenken. Haben wir jetzt, ja, es gibt bessere Sets, oder? Ja. Haben wir jetzt einmal Schicksalsvision und nochmal Simok, Herr des Sturmes. Dann haben wir noch Erwehrglänzender Stern GT, Elbos, das geheiligte Land der Simok, Yosanjo Isna, Aussperrvorhang. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Pack. Und wir haben immer noch keinen Marizessa marmorierten Stein gezogen. Ein paar Packs haben wir noch. Ein paar sind auf jeden Fall noch da, ja. Und wir haben eine Secret bisher also und 4 Ultras. Ja, es sieht auf jeden Fall noch gut aus. Zielentladung, Simok Vogel des Schutzes, umdrehbarer Käfer, Simok Ansturm, makellose Perfektion der Tenji, Abida, Wiederaufleberin der Welt, als Super Rare, Verleihung des Weltvermächtnisses, Barrikadbord-Blocker und katastrophalisch Kironesh Kelto. So. Das ist ein starker Zungenbrecher, würde ich mal behaupten. Einige Karten hier irgendwie. Ja. Aber zweideutig. Die ist auf jeden Fall zweitig. Aber was mir hier fehlt, mein Vogel. Mein Vogel ist hier nicht so oft drin wie beim letzten Mal. Der war übel auf. Verteidiger des Labyrinths, Simok Himmelschlacht, daran Ryu, Tenji Geist wie Shada und wie Shuda. Ist aber eigentlich auch eine coole Rare. Und als Super Mayosenju Hitot. Dann haben wir noch Traumspiegel Fantasie, Nummer 29 Mannequin Katze und Kreuzdebugger. Ich glaube, wir haben jetzt noch 12 Packs. Grob geschätzt jetzt einfach nur. Also, hoffen wir mal, Ryzen Rampage meint es gut mit uns und wir ziehen auf den marmorierten Stein. Umdrehbarer Käfer, Tenji Geist wie Shuda, Abida, Wiederaufleberin der Welt, ein weiteres Mal. FA Glänzender Stern GT, Simok Vogel des Unheils, Simok Abschirmung. So, drückt uns die Daumen, dass wir auf jeden Fall noch die Marinzessen ziehen. Ja. Und dann nicht leer nach Hause gehen. Das wäre natürlich nicht ganz so cool. Dann haben wir einmal Dino Wrestler Materie Ankilo, Schurke von Emdion, Rettungsinterlacer,
als wäre dann Harris Wigger der verzweifelte Schicksalsart. Alles klar. Und als Super dann Traumspiegel Spaß ist. Dann haben wir noch katastrophaler kryonischer Kälte, Marinzessens Sturm, Zorn des Feuers und Barrikadborg Blocker. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Set, also Hauptset mit Chaos Impact. Da sind wirklich viele coole Sachen dabei. Hier zum Beispiel hast du mal coole dabei, aber auch ja, öfters, so wie zum Beispiel die Usangos, die halt, ja sag ich mal, nicht so interessant sind, außer man spielt sie halt gerne. Werd aber, denke ich mal, auch irgendwann mal in Dark Profile zu kommen, wenn wir genügend Karten. Hey, und da ist sie Kikinachi Fuho. Beste Karte. Also wer Collector Money noch nicht gesehen hat, sollte mal vorbeischauen. Da wisst ihr, warum Shinsuke, beziehungsweise zeigt Shinsuke nochmal, warum ja, wir diese Karte so oft erwähnen, sage ich mal. Und ja, dann haben wir Schicksalsdamen Rücklauf als Rare und als Super Rare Traumspiegel des Terrors. Yusenjo Schwertstich, Aussperrvorhang und Dinoresser Rambachio. Halten wir uns auch nicht lange auf, würde ich sagen. Wir wollen ja wissen, was wir noch so bekommen. Dann haben wir als erstes einmal Simok Vogel des Anfangs, Zielentladung, Verwunschenes Leuchten, Yusenjo Sabu, als wäre Tenji Geist wie Shuda und als Super dann Ikelos der Traumspiegelmacher. Dann haben wir noch Simok Vogel des Unheils, Aussperrvorhang und F.A. glänzender Stern-GT. Die Rares werden hier fast vom Tisch gefallen. Einfach mal runtergehauen. Muss ja auch nicht sein. Mhm. Dann das nächste Pack und wir neigen uns wirklich dem Ende und wir haben immer noch eine Secret. Ja, fehlen noch zwei, also können wir gespannt bleiben. Ranrio, Psyglut, Dinoresser Marshall Ankilo, Verteidiger des Labyrinths, Schicksalsdamen Rücklauf und dann Kappmuschel ist zwar übel interessant, die Karte, aber momentan halt nicht wirklich relevant und wir wollen halt die Marizessin, deswegen hätten wir statt der lieber die Marizessin, vielleicht kommt sie noch, aber trotzdem, ja, cooler Pull. F.A. glänzender Stern GT, Rücklink und DMZ Drache. So, ich mach mal von der linken Seite jetzt mein letztes Pack auf. Irgendwie haben wir ziemlich oft als Anfang Fumas Welle. Stimmt, ja. Nice. Mein Fuchu wieder. Der zweite. Yusenjo Orishi Oroshi Kanalisierung. Als wäre. Der Zungenbrecher im Set. Der verzweifelt, der Schicksalsadler. Alles klar, ich lese ihn mal nicht vor. Als Super haben wir dann Yusenjo Hitot. Dann noch einmal Reviraptor. Kreuzdebugger. Yusenjo Schwertstich und Nummer 29 Männchenkatze. Kommt schon. Marizessin. Mamorita Stein. Yo. Rossstab. Rückkehr zu den normalen. Yusenjo Windanbetung. Mönch der Tenji. Und komm schon. Nein. Mhm. Ah, wieder Aufleberin der Welten. Ein weiteres Mal. Mag uns auch irgendwie, ey. Ja. Aber die ist eigentlich auch ziemlich interessant. Mal gucken. Also im Sideck könnte man die auf jeden Fall spielen, weil ich habe den Effekt jetzt nicht komplett im Kopf, aber ich hatte mir mal durchgelesen und ja, da war der Effekt ziemlich interessant. Rücklink, Simok, Vogel des Unheils und vorbereiteter Kinnhaken und Isna. Und Isna. So, wir haben jetzt beide noch zwei Packs. Und eine Secret fehlt. Also hoffen wir zumindest, dass nur eine fehlt, weil wir können natürlich auch mit zwei rausgehen, weil das wäre natürlich noch belastender. Ja. Haben wir einmal Yusenjo Sabu, Ranryu, Yusenjo Oroshi Kanalisierung, aufsteigendes Feuer und... Oh, Opelosa! Junge! Zwar kein Marmorita Stein, aber die teuerste Karte aus dem Set, Leute. Also, was du immer mehr, ey. Ja, das war ja auch immer ein guter Pull, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Alter. Dann haben wir noch einmal Zorn des Feuers, Schmutzig kämpfen, Elbors, das geheiligte Land des Simok und Yusenjos Schwertstich. Also rank mal auf jeden Fall diese Special Edition mit der anderen. Also... Ich glaube, die hat definitiv gewonnen. Allein der Erpeloser. Und wir haben jetzt auch noch drei Packs hier mit dem. Mal schauen, ob wir noch einen marmorierten Stein ziehen. Aber es wäre ein bisschen zu viel. Aber wäre trotzdem cool. Zielentladung. Simok, Vogel des Schutzes. Simok, Ansturm. Yusenjo Sabu. Sternenkraft. Rückkehr der Sturmdrachen als Super Rare. Barrikadenborg Blocker. Marizessen Sturm. Reptilianische Lamia.
So, dann kommen wir jetzt zum letzten Pack. Drückt uns die Daumen. Vorletzten Pack. Ja, genau, vorletztes Pack. Da haben wir einmal als erstes Simok Vogel des Anfangs. Simok Ansturm. Dinobuster Materia Ankylo. Rettungsinterlacer. Als Vic Viper T301. Und als Super Traumspiegel des Spaßes. Dann haben wir noch Yosenjo Isna, Marinzessen Sturm und Reptilianische Lima. So, kommen wir jetzt zum letzten Pack, Rising Rampage. Und ich finde, mit Appaloosa und allgemein diesem Display haben wir Rising Rampage echt cool abgeschlossen. Damit ist wahrscheinlich auch dieses Thema erstmal abgehakt. Vielleicht irgendwann dann, wenn dieses Display dann auch wirklich ziemlich alt geworden ist, werden wir es dann nochmal unboxen. Dann Ranrio, Psyglut, Zielentladung, Simok Vogel des Schutzes. Dann als Rare, Aufsteigendes Feuer und Traumspiegel des Spaßes als Super Rare. Ja, wie gesagt, ich finde, wir haben eigentlich dieses Set ganz cool abgeschlossen mit dem Puls, die wir haben. Ein Appaloosa gezogen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das alles jetzt einmal nochmal in einem Recap an. Dann fangen wir einmal an mit den Ultra Rares. Da haben wir als erstes Drachen-Einheit Ritter Romulus. Kaliber-Lade X-Ladedrache. Morpheus der Traumspiegel Schwarzritter. Und eine von den Karten, die wir auf jeden Fall brauchten. Genau. Ikelos, der Traumspiegelgeist. Immerhin. Aber wir haben echt. Ja. Das waren auf jeden Fall gute Pulls. Definitiv. Und dann bei den Secret Rares haben wir Kappmuschel gezogen. Raus hier haben wir gezogen. Das ist jetzt unser Playset. Mal schauen, vielleicht wird die irgendwann relevant. Ist auf jeden Fall keine verkehrte Karte. Und als absolutes Highlight in diesem Display, also ja, in dieser Special Edition und zum perfekten Abschluss für das Set Rising Rampage, Appaloosa, Bogen der Göttin, ja, bester Pull. Und ja, jetzt haben wir sie zweimal, also können wir ein paar Decks damit ausstücken, beziehungsweise zwei Stück. Und die Karte wird irgendwann, also jetzt in naher Zukunft, auf jeden Fall sich in die Meta mit einfügen. Wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Puls in dem Display haltet. Das ist ja auf jeden Fall mal ein bisschen besser als das vom letzten Mal. Von daher schreibt da gerne mal einen Kommentar rein, dass wir da auch darüber Bescheid wissen, was ihr davon haltet. Und damit ihr das nächste Video nicht verpasst, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Da sollt ihr demnächst dann wieder das Collector-Video starten. Und das wird auf jeden Fall mega, mega krass. Wenn ihr neu auf unseren Kanal gestoßen seid oder noch gar kein Abo da gelassen habt, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da und teilt den Kanal, damit wir ein bisschen mehr Reichweite generieren und andere Leute unseren Kanal sehen. Des Weiteren könnt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung noch unseren Merch auschecken. Dazu gibt es auch noch ein separates Video. Werden wir jetzt auch noch einmal hier oben in der Infokarte verlinken. Da geht es dann zum Merch-Video. Schaut euch das gerne mal an. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja gerne da mal vorbeischauen. Und dazu gibt es noch einen 15%igen Rabattcode, den wir auch natürlich jetzt hier einblenden werden. Des Weiteren möchten wir uns natürlich bei euch bedanken, die jetzt ja so viele Kommentare geschrieben haben, alle Videos schauen, sage ich mal, und halt so viele Likes da lassen und allgemein ja uns supporten. Dankeschön auf jeden Fall. Dann war es das heute von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Wiederschauen. Reingehauen.